So, herzlich willkommen zur Folge 88 von genau, Creative Server Mindset Let's Play. Tram 88. Kennt ihr jemand die Tram 88? Es war damals, oder gibt es immer noch, glaube so eine Museumsstraßenbahn in wie heißt die Region im Osten von Berlin? Ganz, ganz im Osten von Berlin? Friedrichshain? Nein. Friedrichshagen? Gott. Ich bin der Schule. Ich bin da früher zur Schule gegangen. Treptow, Köpenick. Also auf jeden Fall irgendwo in der Region über Treptow, Köpenick. Die Region über Treptow, Köpenick, genau. Egal. Auf jeden Fall gibt es da so eine Tram 88. Einfach mal googeln. Tram 88. Da waren wir früher öfters mal. Weil, wie gesagt, ne, unsere Familie ist ein bisschen Bahnfanat und damit auch Straßenbahnfanat. Und da ist natürlich so eine Museumsbahn, kennt jeder. Ja. Egal. Na komm. Yay. So. Wie voll ist eigentlich unser Inventar? Relativ. Oh. Relativ voll. Gut, dann lernen wir erstmal unser aktuelles Inventar aus. Dann machen wir hier einmal einen kompletten Gang durch. Dann lernen wir unser Inventar nochmal aus und dann gucken wir mal weiter. Ach siehst du, da muss ich auch noch wieder alles einpflanzen. Scheiße. Okay, das heißt. Ja, dann werde ich das mal alles einpflanzen. Dann werden wir uns am besten auch mal doch nochmal hier von ein bisschen was von dem Zeug schnappen und doch mal bei unserer Insel direkt verteilen, weil wir brauchen echt mehr Papyrus, das geht ja gar nicht. Achso, ja, und die beiden Dinger, ja, Tomaten hatte ich irgendwie komplett vergessen. Also Tomaten waren hier gar nicht drin. Die habe ich gestern vergessen einzuräumen. Und die Dinger hier sind eigentlich nur fehlerhafterweise drin. Wir hatten das hier umgeändert auf die Dinger, also auf die ganzen Knoblauchknollen, aber in der Kiste waren noch diese Knoblauchsplitter mit drin. Und ja, dementsprechend, weil ich habe natürlich gestern im Rahmen meiner administrativen Tätigkeit natürlich auch geguckt, ob alles in Ordnung ist. Und da waren die Rohre hinten komplett voll, ja, mit Tomaten und diesen Dingern. Deswegen habe ich die erstmal provisorisch hier eingearbeitet. Ja. Das heißt, wir werden auf jeden Fall die hier mal raus. Achso, wir haben gerade keinen Platz dafür. Gut, dann räume ich jetzt ein bisschen auf. Das heißt, erstmal was essen. Habe ich noch was Nahrhafteres dabei? Ach komm. Oh. Ihr kommt da rein. Haben wir jetzt schon Mais hier drin? Ich glaube nämlich nicht. Ja, siehst du, wir haben nämlich noch gar keinen Mais. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall Mais einräumen. Wir müssen Chili einräumen. Haben wir Wein haben wir, glaube ich. Genau, doch, Wein haben wir. Kann also mit in die Kiste rein. Du kannst auch in die Kiste rein. Oder? Haben wir noch gar keine. Hey, wir haben noch keine Bohnen? Wir hatten bisher nur die. Wir hatten. Moment schon mal. Stimmt, wir haben nur die Bohnen. Grüne Bohnen. Okay, dann müssen wir die also auch komplett nochmal neu einarbeiten. Hä, aber ich habe die doch schon so oft gesehen. Warte mal kurz, ich gehe jetzt mal hier zu unserer Hütte. Das kann nicht. Wir haben doch von den Dinger schon mehrmals. Die sind uns doch schon mehrmals über den Weg gelaufen. Ist mir das nie aufgefallen? Ne, hier ist nichts drin. Okay, ich habe eine Kiste vielleicht. Ah, hier ist ja genau, hier haben wir die Dinger. Ja. Diese, die haben wir tatsächlich.
Okay. Schau mal nach, guck. So, dann werden wir davon erstmal ein paar einpflanzen, also einpflanzen, und den anderen einen dann in die Kiste packen, also in das Lager packen, damit der Platz schon mal reserviert ist. Da hinten unsere Felder, da wo das Ganze, wo die Baumwolle war, die werden ja jetzt frei. Das heißt, wir werden da die ganzen neuen Sachen erstmal direkt anpflanzen. So, was ist ansonsten noch neu? Das hier ist auf jeden Fall nicht neu. Das kann in die Kiste. In die Kiste. Das kann in die Kiste. Das kann in die Kiste. Gras nicht. Bohnen können in die Kiste. Kartoffeln können in die Kiste. Äpfel können auch in die Kiste. Genau, Äpfel haben wir. Äpfel und Tomaten. Bei den Tomaten muss ich erstmal, muss ich, genau, muss ich umsortieren. Rote Beete haben wir jetzt, glaube ich, auch drin, richtig? Ne, haben wir noch nicht drin. Okay. Okay, und das ganze Rest ist kein Essenzeug. Gut, das heißt Folgendes: Ihr kommt komplett raus, werdet zu ganzen Dingern verarbeitet. Ihr kommt wieder weg. Ja, siehst du, das hatte ich letztens 4 zu viel, jetzt 4 zu viel. Das wäre also genau aufgegangen. So, ihr kommt dann jetzt wieder rein. Oh. So. Du kommst raus. So, und jetzt werden die Dinger hier einsortiert. Das heißt Folgendes: Du kommst. Ra Ja, eben, genau. Mais haben wir echt noch gar nicht. Interessant. Da bin ich ja gerade fast drauf und dran, hier noch mal ein bisschen was umzusortieren. Also, Chili zum Beispiel würde ich dann tatsächlich eher hier hin machen. Was wir hiermit machen, muss ich echt mal gucken. Kann man das einpflanzen? Wenn ja, kommt das nämlich auch noch mit in die Kisten. Ich probiere es einfach mal hier vorne. Hier ist gerade die Felder frei. Also einpflanzen kann man die. Das ist natürlich eine Frage, ob die jetzt auch denn auch wachsen. Ich weiß absolut nicht, was man hier oben macht. Also anscheinend kann man daraus wirklich echt gar nichts machen. Nee, der fand sich die Dinger auch nicht ein, dann bringt es gar nichts. Oh ja. Haben wir also denn schon mal ein Feld für Ananas? Brauchen wir später auch noch. So, das heißt. Du kommst raus, da kommst du rein. 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 Und dann kann da oben irgendwann der Ananas noch mit hin. Sehr schön. So. Den restlichen Kladderadatsch, also das kann auf jeden Fall hier noch mit rein, das kann hier auch mit rein. Und der restliche Kladderadatsch kommt erstmal in unsere Hütte. Dann müssen wir uns bald mal auch hier um kümmern, dass wir auch mal unsere, die ganze Cobblestone-Kacke und so damit reinschmeißen können. Was haben wir denn noch in den Backpack? Haben wir da noch irgendwas drin? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Okay. Gut. Können wir eigentlich auch gleich wegsortieren. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das. Wobei die Sachen brauchen wir noch später, um den Weg weiterzubauen. Das ist am besten. So, die auf, können wir auf jeden Fall weg. Die anderen Sachen hier, die Sachen brauchen wir dann später, um die Wege weiterzubauen. Und die Sachen hier oben lasse ich auch erstmal drin. Okay.
Doink. Dieser Schmetterling geht mir halt auf den Sack. Das Problem ist halt, man kann die Schmetterlinge auch nicht abbauen. Sondern nur mit dem Trick hier quasi überschreiben, indem ich quasi jetzt hier ein Sandverkünden baue, da jetzt auch nochmal Sandverkünden baue und damit dann, ne, ist der Schmetterling weg. Weil der Schmetterling ist ein ganz normaler Block. Aber es ist halt ein Block, den man selber nicht abbauen kann oder ähnliches. Und damit kann man den halt nur überschreiben, indem man ihn halt mit einer, indem man da halt einen anderen Block hinbaut. An dieser Stelle. Ja. So, hier kommst du rein. Was auch immer wir dann. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir Kakao überhaupt anpflanzen werden, weil Kakao bringt halt nichts. Von daher bin ich da nicht so gewillt, dafür Platz zu verschwenden. So. Ich hoffe, das mal einsetzen. Horsetail. Young Horsetail. Kann man irgendwas machen? Grüne Farbe. Oh. Nur grüne Farbe. Sind also auch ganz normale Pflanzen. Dann können die also auch hier mit rein. Sehr schön. Okay. Oh. Hier ist noch Baumwollseed. Lol. Warum denn diese? Ist ja noch mehr drin, was mit reingehört? Mal gucken. Nö, sieht alles noch recht gut aus. Okay, gut. So. Holz haben wir keins. Gerümpel haben wir ein bisschen was und die Nahrung essen wir gleich mal auf. Diese blauen Beeren, die powern extrem im Vergleich zu diesen, ne, im Vergleich zu diesen Blaubeeren, den West Babies. Das ist ja, da bringen die ja richtig viel. Das ist ja schlimm. So, okay. Ihr kommt aber jetzt auch einfach mal weg, damit wir mal ein leeres Inventar haben. So, jetzt machen wir primär erstmal drei Sachen. Einmal, wir holen die Saatgut, die wir brauchen, um die Felder hier zu bestellen. Dann hole ich auch endlich mal ein bisschen das Zeug, damit wir da welche bei unserer Insel aufbauen können. Da um unsere Insel rum. In der Hoffnung, dass es da ein bisschen schneller wächst. Weil das, also hier, das ist echt ein Trauerspiel. Also hier wächst alles sowas von langsam. So, wir brauchen jeweils, mal hier ein bisschen so. Achso, du kannst gleich da rein. Okay, so, also hier brauchen wir ein bisschen was, hier brauchen wir ein bisschen was, da brauchen wir ein bisschen was, da brauchen wir ein bisschen was. Oh, das ist jetzt auch leer. Mal ein zurück. Hier brauchen wir ein bisschen was und da brauchen wir auch ein bisschen was. So, jetzt behalten wir jeweils 72. Ist aber, nee, 36 brauchen wir immer. So. So. Perfekt. Und der Rest kommt hier rein. So, was wir auch noch mitnehmen, ist das hier. Da nehmen wir auch wieder alles außer eins mit. So. Jo, und mehr brauchen wir nicht. Okay. Dann bestellen wir mal unsere Felder. Easy. Okidoki. In welcher Reihenfolge? Doch, hier hinten das normale Saatgut.
Achso, ich fehlt aber noch eins. Der hat gerade schon. Das wird jetzt auch noch frei. Und uns fehlt jetzt hier irgendwas. Aber. Okay. Dann geht er doch perfekt auf. Wäre auch schlimm gewesen, wenn nicht. Dann hätte ich mit in die Hose gemacht. So, was wir auf jeden Fall vielleicht auch noch aufbauen können, irgendwo sind denn tatsächlich mal ein paar von den Gebüschen hier. Gerade wenn die so viel bringen im Vergleich zu den anderen Beeren, dann wäre es natürlich eine super Idee, hiervon noch ein bisschen mehr einzupflanzen. So, erstmal machen wir das hier. Ach komm, jetzt weg hier. Achso, das hier wächst wahrscheinlich dann nicht. Hier ist ein Baum. Baum ist kein Problem. Oh, aber hier ist was drüber. Nee, Lücke. Okay, der ist im Weg. Sorry. Hier ist überall frei wieder. Sehr schön. Sehr gut. Easy. Kann ein bisschen Mammus wachsen und ich hoffe mal, das wächst ein bisschen schneller. Ah, die ersten Messages sind auch schon gewachsen. Easy. So. Blaubusch-Saplings. Genau, da die Dinger brauchen wir jetzt. Dafür muss ich auch noch ein paar einpflanzen. Die Frage ist, pflanzen wir die bei unseren Hauptbeeten mit ein oder pflanzen wir die auch hier irgendwo mit ein? Weil hier wäre halt noch haufenweise ungenutzter Platz, den man dafür nutzen könnte. Hier zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob die dann auch hier wachsen würden, wenn die Stöcker hier sind. Deswegen mache ich die mal ganz kurz ab. So, das kann nämlich noch ein zweiter hin. So, dann einmal. Hier einer hin, das ist du und du weg. So. Hier einer hin, das ist du und du weg. Ja, dann haben wir hier so ein paar Gebüsche, die wir dann immer mal so ein bisschen abpflücken können, wenn wir so eine Langeweile haben. Ja, das war schlau. So, easy. Dann wirkt sie auch gleich noch lebensfroher. Hier machen wir keinen hin, oder? Hier könnten wir einen hinmachen. Und wie sieht es hier aus? Komm, machen wir auch einen. Sehr schön. So. Sollte erstmal reichen. Weg, 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 weg. 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 Bitteschön. Dann kümmern wir uns mal um unsere Felder. Die möchte gepflegt werden. Kommt, wachst, meine Saat. Meine Saat des Bösen. Was ich eingepflanzt habe in die junge arme Prinzessin. Was? Ach ja, gibt viele schöne Hentais. Okay, falsches Thema fürs Let's Play, würde ich mal sagen. Ne, wir gehen erst zu den Feldern und pflanzen da erstmal alles ab. Achso, die Saat, die hier können die trotzdem erstmal reinschmeißen. Das hier brauchen wir eh nicht. Weg, weg. Ach, siehst du, genau, die Kisten wollte ich ja noch abbauen. Da wollte ich ja Eisen, die wollte ich ja als verschlossene Kisten machen. Und gucken, ob das funktioniert. Bin ich hier schon wieder nur noch am Rumrennen hier. Hey, Minächen. Erst überlegen, dann rumlaufen. So, wir brauchen zweimal Eisen. Dankeschön. Tue dich geschlossen haben.
Boink. Boink. So. Folgendes. Der ganze Scheiß kommt erstmal wieder raus. So, jetzt werden die beiden Kisten zu geschlossenen Kisten umgearbeitet. Hä? Ach, Scheiße. Wir müssen uns ja Schlösser bauen. Ich krieg eine Krise. So, Schlösser. Wie gehen Schlösser? Ich weiß jetzt gar nicht, wie das überhaupt. Protect? Nein, ich möchte eigentlich eine ganz normale. Ich mach mal hier Chest. Und dann gucken wir mal, was wir aus einer Chest alles machen können. D-Line Chest? Was ist das denn schon wieder? Truhe. Mehr kann man daraus nicht machen? Hä? Ach so. So. Ah. Aber. Nee. Ah, okay, jetzt haben wir's. Okay. Nein, das wollen wir nicht. Das hier wäre eine einmal Kupferbarren. Das ist eine geschützte Truhe. Okay. Ansonsten gibt es mehr nicht. Doch hier. Genau, das ist die klassische abgeschlossene Truhe. Ja, was ist der Unterschied zwischen einer abgeschlossenen und einer geschützten Truhe? Gucken wir mal gleich. Und was gibt es denn noch? Was ist das denn? Ach so Boxwagen, ja. Das ist eine. Also, Digiline. So. Abgeschlossene ist von Default. Genau. Das Locked Chest ist die klassische geschützte Truhe. Und das ist wahrscheinlich einfach nur die. Genau, die Chest von der Protector Mod. Also, die sollten beide den gleichen Schutz bieten. So, wie teuer ist ein Schloss? Zwei Eisenbarren und ein Stahlding. Okay, na, Stahlding haben wir doch noch einen, oder? Komm, bitte sag ja. Hallo? Wir hatten noch Eisen gehabt. Ah, genau. So. Genau, dann nehmen wir unsere beiden Stahlbarren. Dann bekommen wir nämlich genau zwei Schlösser. Die können wir jetzt kombinieren zu zwei abgeschossenen Kisten. Yay! Sehr schön das Ganze. Sehr nobel, sehr schön, sehr fein. So, wir hier lang laufen, damit das auch ja, aktiv bleibt, der Bereich hier. So, da bin ich mal gespannt, ob das mit den abgeschlossenen Kisten auch funktioniert. Weil das wäre natürlich absolut ideal. So, dann packen wir jetzt hier irgendwas rein. Das hier. Und es müsste weniger werden. Bitte wird weniger. Ja, es wird weniger. Okay, geil. Funktioniert. Cool. Dann können wir hier auch abgeschlossene Kisten benutzen. Yay. Nice. Weil das Witzige ist nämlich, ich kann es euch mal ganz kurz zeigen. By the way, jetzt kann ich eigentlich auch wieder zurückpacken. War auch nicht mehr. Ne, wenn ich jetzt hier das Spiel beende, bam, und dann auf mein Zimmer raufgehe, VNC, und jetzt hier seht ihr, dass obwohl wir offline sind, trotzdem hier steht Ronix bla 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 from chest add. Und damit, dass er quasi hier dieses als Ronix simuliert, kann er auch natürlich auf von mir geschützte Kisten zugreifen. Und das ist halt das Geile. Das ist nice. Wie gesagt, ich weiß nicht, wonach er geht, weil wir haben ja diesen Pusher eingebaut, der quasi diese Items raussaugt, ob er danach geht, wer dieses Ding aufgestellt hat, oder ob er einfach allgemein nach irgendwas geht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, dadurch, dass wir das alles aufgebaut haben,
wird auch unser Account dazu genutzt, um die Sachen da rauszunehmen. Und weil unser Account genutzt wird, können wir auch durch uns geschützte Kisten verwenden. Das ist richtig nice. Weil am Anfang dachte ich ja, dass genau das nicht geht. Weil das halt, ne? So, aber es geht scheinbar doch. Finde ich ganz cool. So, dann können wir jetzt endlich mal anfangen, die Felder abzubauen. Geilomato. Und dann mal die ganzen neuen Sachen einzupflanzen, die wir da haben. Ach so, ja, und diese Gebüsche mit den Beeren, die sind sowieso ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man kann diese nur vermehren, also diese Gebüsche mit den Beeren dran, ne, die kann man nur vermehren, indem man sie abbaut. Und abbauen kann man sie zwar mit mehreren Sachen, aber man kann sie nur mit einer Schippe abbauen, wenn man sie dabei vermehren möchte. Weil nur wenn man sie mit einer Schippe abbaut, hat man eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man mehr als einen Busch bekommt. Und damit sind die dann im Moment vermehrt. So, genau, das wird hier fröhlich alles raussortiert. Sehr schön. Okay, gut, dann bauen wir mal unsere Felder ab. Wir nehmen gleich mal die Sachen, die wir einpflanzen wollen, nehmen wir gleich mal mit. Das hier alles. Da ist nur eine drinne. Hier ist nur eine drinne. Tomaten haben wir. Hey, wir haben nur zwei Paprika. Moment, habe ich die anderen hier noch drinne? Wo sind unsere ganzen Paprika, Chilischoten hin? Oder sind die alle noch unterwegs? Oh, das hört sich jetzt nicht so gut. Halt. Mist. Muss ich erstmal warten, bis sie hier wieder raus sind. Hallo, Erdan Chili? Chili. Ah, gut. Okay. Ja. Dann, wie gesagt, bauen wir die Sachen mal ein. Pflanzen die Sachen mal ein, meine ich doch. So, die Frage ist, kann ich jetzt die drei Sachen einfach direkt hier ins Feld reinschmeißen? Bei dir könnte es funktionieren. Ja, okay. So, und die beiden Sachen, die mache ich nämlich wieder hier als jeweils halbes Feld. Ja, ihr kommt jetzt einfach mal weg. Andererseits haben wir sowieso noch nicht so viel. Packe ich dich erstmal da rein und packe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, das geht auch. Sehr schön. Jutchen. Haben wir hier jeweils erstmal eins? Mehr haben wir leider nicht. Und das hier wächst irgendwie. Weil normalerweise sollten die Dinge auf nassem Farmingboden sollten eigentlich relativ schnell Beeren bekommen. So, und abbauen geht ganz einfach. Man muss sie einfach komplett abbauen. Dann bekommt man quasi die Beeren und der Baum wird wieder erneut hingepflanzt. Und ansonsten mit Rechtsklick kann man gar nichts machen und mit Linksklick kann man halt, ne, kann man sie nicht abbauen. Sondern man kann sie nur mit einer Axt abbauen. Dann bekommt man den Busch als solchen zurück. Und wenn man ihn mit einer Schippe abbaut, dann bekommt man zwar auch den Busch zurück, aber mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bekommt man mehrere Busche zurück. Und das müssen wir dann quasi benutzen, um den Busch hier langsam zu vermehren. Okay, was ist das hier eigentlich? Ach, Moment mal, hier hinten wächst bereits irgendwas. Was habe ich denn hier gepflanzt? Kann sein, dass das hier die Zwiebeln sind? Die Knoblauch? Chili meine ich doch. Die sieht zumindest von der Grunddingsmuster genauso aus. Ja, ich habe hier bereits Chili gepflanzt. Ja, gut. Okay, egal. Ach, schau mal, ich habe auch Teapot bereits. Okay, das ist jetzt traurig. Gut, dann nehme ich dich mal wieder raus hier. Ja, okay, verschwindet einfach. Verschwindet auch einfach. Gut. Habe ich also beides jeweils schon. Und zwar hier vorne immer. Nice. Okay, dann haben wir es ja gut.
Gut zu wissen, würde ich mal sagen. Und was mir gerade einfällt, ist, wir können eigentlich hier die Sachen auch jeweils auf ein halbes Feld zusammenstauchen. Sonst wird das hier einfach zu viel auf Dauer. Ich meine, wir haben jetzt massig Zwiebeln und Knoblauch. Weil die wachsen ja auch so ultra schnell. Ich glaube mal, die stauche ich jeweils auf ein halbes Feld zusammen und dann haben wir halt nochmal wieder ein neues leeres Feld. Und gucken dann mal, was wir da dann aufbauen, ranbauen, hinbauen über die Zeit. So, dann haben wir hier noch. Aber wenigstens haben wir jetzt endlich mal Chili. Ist auch ganz schön. Aber ich sag mal so, für ein ausgewogenes und leckeres Frühstück ist Chilischoten und Tomaten das Wichtigste all over the world. Ach ja. Oh. Ganz schön viel, ich sag's ja. Deswegen, wir brauchen jeweils definitiv nur ein halbes Feld. Das nimmt ansonsten Überhand hier. So, das heißt, das halbe Feld hier plant sich dann auch gleich wieder ein. So. Und auf die andere Hälfte kommt, wie gesagt, das Zeug hier. Und dann haben wir wieder noch ein leeres Feld, was wir dann später mit anderen Sachen bepflanzen können, was auch immer das denn wird. Jetzt haben wir nur ein Problem, weil aus einer Knoblauchknolle bekommen wir 8 so eine kleinen Stücken. Und wenn ein Feld aber immer genau... Kann man die essen? Ja, kann man essen. Kann man die essen? Kann man auch essen. Scheiße. Muss ich also rausmachen hier. Weg. Weg. So. Ja, genau. Aus einer bekommt man immer 8 Stück. Da wir aber hier 36 bewirtschaften müssen und 36 nicht gerade durch 8 teilbar ist, würden da ja dann auch mal wieder 4 übrig bleiben. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, verschwenden wir einfach die 4, indem wir sagen, die löschen wir einfach, also schmeißen weg. Und die 4 kleineren Stücken wäre es dann auch nicht in dem Sinne schade. Oder aber wir müssen gucken, ob wir die dann irgendwie immer aufheben, die 4, und dann für die nächste Ernte wieder mitverwenden oder so. Das weiß ich noch nicht so ganz. 1, 2, 3, 4... Wir machen es erstmal so. So, perfekt. So, was sieht auch schon super aus. Weg, 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 weg. Dich können wir jetzt einfach mal essen hier. Oh, die gute Kartoffel. Ja, würde ich mal sagen, können wir denn bei der nächsten Folge oder ab der nächsten Folge denn uns anfangen, richtig Sachen zuzubereiten. Das war fertig, also keine
Rohkost mehr essen, sondern wirklich zubereitete Gerichte. Wir sollten jetzt eigentlich soweit alles haben. Schneidebrett haben wir auch schon lange. Von daher können wir jetzt uns ausgewogen ernähren. Wo ich gerade beim Zusammenstauchen bin. Ich überlege gerade, ob mich da vorne die ganzen Rot- und Blaubeeren auch zusammenstauche auf ein Feld. Weil da haben wir auch massig von und die bringen halt nicht wirklich viel. Also sie bringen uns halt noch nicht so viel. Weil wenn wir daraus Gerichte machen, für die Gerichte braucht man immer jeweils nur eine. Und ja, so essen, da bringen die halt vom Energiewert her halt nichts. Von daher können wir das da auch zusammenstufen. Ich denke mal, das sollte dann reichen. Dann haben wir wieder ein paar neue Felder frei, wo wir dann später mal gucken können, wenn wir dann wirklich irgendwann merken, okay, von dem und dem und dem und dem brauchen wir doch ein bisschen mehr. Weil wir das bei mehreren Gerichten brauchen, dann können wir davon immer noch dann ein bisschen mehr denn, ernten, also ein bisschen mehr anbauen. Mal gucken. Und wer weiß, vielleicht machen wir es ja wirklich irgendwann später so, dass wir also das Getreide doch hier auf die Felder verlagern und davon die Felder direkt an unserer Let's Play-Hütte abbauen. Habe ich zwar so eigentlich noch nicht vor, aber die Option können wir uns zumindest offen halten. Alter Schwede, ist aber ja schon viel hier. Siehst du, was wir vielleicht auch mal machen könnten? Wäre das eine Möglichkeit, dass ich hier okay, ich versuche jetzt mal ein bisschen so designtechnisch ein bisschen was zu ändern. Und zwar machen wir hier nicht mehr so lang, dass wir quasi hier einen Strich machen und jetzt hier einen Strich machen, sondern wir machen den lassen wir frei und machen dafür hier so welche hin. Und machen jetzt das hier Ganze noch mal gespiegelt. Ups, dahin. Und jetzt haben wir hier quasi sowas wie so einen kleinen Schleichweg, wo wir einfach rumgehen können. Tada! Das wird doch garantiert geil. Ich meine, rein technisch gesehen könnte ich hier tatsächlich überall Dinger hinbauen. Also, aber es soll ja auch immer einen gewissen Realitätswert haben und in der Realität kann man halt nicht zwischen die Dinger langlaufen. Das heißt, da braucht man halt einen Schleichweg, um hier langlaufen zu können und dann die Sachen abzuernten. So, und hier machen wir jetzt nochmal genau das Gleiche. Hast du hier gerade keinen Ding? Du kleiner Unmensch. So, perfekt. So, ist hier wieder die Bohnen ran. Das können wir auch auf die Hälfte zusammenstauchen. Wir haben so massig viel von allem. Warum tun wir das? Wir machen damit nur unnötig Arbeit.
Ja, die Folge bekommt jetzt gerade super Länge. So. Machen wir nur noch 6 Felder. Und die anderen 6 Felder bleiben erstmal frei. Vielleicht können wir dann da später Ananas hin, hier hinbauen. Und auf die Seite. Passt ja thematisch so ein bisschen. Ne? Ist ja auch so eine Südfrucht oder so, wenn man das so, so bezeichnen darf. Alter, unser Inventar ist schon voll. Okay, wir lassen die hier einfach mal stehen und liegen. Und überhaupt. Dann schmeißen wir den gesamten Krempel hier noch schnell in die Kiste. Machen wir auch mal Feierabend. Sonst artet das Ganze hier noch aus. Ich glaube, das passt nicht mal rein. Doch, passt. Stimmt, hier sind ja immer 4 rein, nicht nur 3 rein. Obwohl, 3 rein hätten gepasst. Oh, easy. Ja, läuft doch. Sehr schön. Also oben läuft der Stock erstmal drinnen. Muss so. Okidoki. Gehen wir nochmal schnell zu unseren Chili-Peppern. Oh, wir verhungern. Schnell, gib mir ein paar Tomaten. Oh, so ungefähr. Machen die satt? Ja, oh, die machen gut satt. Sehr schön. Immer wieder gerne. So, gehen wir mal schnell zu unseren Chilis, um die aufzuwecken, damit die auch wirklich schön wachsen können. Hier wächst schon wieder alles. Alter. Hier wächst auch schon. Hier steht halt schon wieder fertig. Hier, was ist denn los? Hier ist schon wieder alles fertig. Was ist hier los? Oh, das wächst gut. Yay. Und hier wächst auch alles gut. Schön. Und hier wächst gar nichts. Leck mich am Arsch. Hier hinten wächst auch nichts. Alter. Was soll der geht hier ab? Ach doch, jetzt sind hier 3 Grad gewachsen. Ah ja. Egal. Ich würde mal sagen, bis zur nächsten Folge. Oh, also bis morgen denn. Mal gucken, ob wir dann morgen noch mal ein bisschen beim Feld. Also ich würde gerne mal das Lager umsortieren. Unsere ganzen Sachen, die wir da einsortiert haben, noch mal ein bisschen umsortieren. Ist jetzt doch ein bisschen durcheinander gekommen, als ich mir das gewünscht habe. Dass wir jetzt noch mal ein bisschen besser einsortieren alles. Ja, und dann verlängern wir mal irgendwann mal denn den Weg, damit wir dann endlich mal unseren kleinen Hafen bauen können. Also unseren kleinen Steg. Ja, mal gucken, wie viel wir davon morgen schaffen. Auf jeden Fall für heute erstmal nach mächtig Überlänge. Ich weiß gar nicht, wie die Folge geworden. 40 Minuten mindestens, oder? Ja doch, obwohl geht eigentlich noch. Oh, nee doch, 3/4 Stunde. Heilige Scheiße. Egal, in dem Sinne, schau mit V.